Gentlemen, heute sprechen wir über die Männerfrisuren 2022. Es bleibt ungeordneter, es bleibt ein bisschen wuscheliger auf den Männerköpfen. Ich möchte heute aber nicht nur über die Trendfrisuren sprechen, sondern vielmehr euch ein bisschen Inspiration geben mit 15 coolen Frisuren, falls ihr euch 2022 hier oben ein bisschen verändern möchtet. Starten wir doch einfach mit der Frisur, die ich hier gerade trage, und zwar mit dem Faded Buzz Cut. Wohl die männlichste und einfachste Frisur überhaupt für uns Männer, denn wir müssen nichts machen. Ja, wir müssen nur alle 2 Wochen mal wieder zum Friseur gehen, um diesen schönen Fade da reinzumachen. Aber bei einem Buzz Cut muss man wirklich nicht viel machen, kommt bei den Frauen gut an und ist wirklich die maskulinste Frisur überhaupt, die ein Mann tragen kann. Vom Faded Buzz Cut kommen wir jetzt zum farbigen Buzz Cut. Die Beckhams haben es vorgemacht in Pink, in Blond und ein bisschen Mischmasch. Und dann hat der Cordless das Ganze auch nochmal nachgemacht. Ist eine coole Variante, finde ich auch richtig cool. Sieht auch mega nice aus. Einziges Problem an diesem farbigen Buzz Cut ist halt, dass diese Farbe halt relativ schnell rauswächst und man den Ansatz relativ schnell sieht. Weiter geht's mit einer langen Frisur, und zwar dem Messy Ear Tuck. Das ist eigentlich eine richtig gute Option, gerade dann, wenn du zum Beispiel während der Pandemie die Haare hast lang wachsen lassen und jetzt einfach die Haare bei dem Messy Ear Tuck hinter die Ohren verstecken kannst. Coole Option, gerade dann, wenn man auch die Haare dafür hat, die Haare so tragen zu können. Meine Man-Bun-Freunde, hebt eure Hände, wo seid ihr? In 2022 wird natürlich auch bei den Männern der Man-Bun gerockt, keine Frage. Viele Männer haben halt immer noch lange Haare und ich glaube, ich habe noch nie so viele Männer mit langen Haaren gesehen hier in Berlin, wie aktuell zur Zeit. Ist echt der Wahnsinn. Wichtig ist nur bei langen Haaren, dass ihr eine vernünftige Pflege habt. Falls ihr noch auf der Suche seid nach passenden Haarpflegeprodukten, dann schaut auf jeden Fall im Januar bei uns im Shop vorbei. Im Januar bekommt ihr nämlich auf unsere Haarpflegeprodukte 15% Rabatt. Egal ob Shampoo, Conditioner, Arganöl oder Haarmaske. Also wenn ihr euren langen Haaren was Gutes tun möchtet, dann schaut unten in der Infobox, sichert euch die 15% Rabatt und gönnt euren Haaren eine optimale Pflege. Irgendwann kommt immer irgendwie alles wieder. Wie auch der Mittelscheitel. Ende letzten Jahres hat man den Mittelscheitel einfach immer öfter und öfter gesehen. Und wenn man die Haare dazu hat, ja, und man die Haare auch so stylen kann, hey, why not, probiert es aus. Auch in diesem Jahr wird der Mittelscheitel von sehr, sehr vielen Männern gerockt. Wichtig auch hier die passende Haarpflege, weil natürlich die Haare auch eine gewisse Länge haben. Curls for the girls. Leute, die natürlichen Locken sehen einfach richtig gut aus, wenn sie gut gepflegt und gut gestylt sind. Und die Curls, ja, werden von den Girls einfach geliebt. Ja, die sind dann schön wuschelig, man kann da schön reinfassen. Sehen auch richtig cool aus, gerade auch, wenn man sie schön natürlich lässt. Wichtig hierbei ist das richtige Styling und die richtige Feuchtigkeitspflege. Arganöl, Pflicht bei den Locken, denn Locken neigen dazu halt trocken zu werden, sehr schnell trocken zu werden. Und natürlich auch eine passende Styling Cream. Leute, Links dazu findet ihr logischerweise auch in der Infobox. Also, falls ihr Locken in diesem Jahr rocken wollt, ja, macht das. Sieht top aus. Und die Locken kann man natürlich auch mit einem Fade tragen, ja. Sieht auch cool aus, gerade in Kombination mit einem Bart. Wenn man Bartwuchs hat, kann man das natürlich sehr cool kombinieren. Einfach oben das Ganze ein bisschen wuscheliger lassen, schön stylen, dann einen schönen Fade an den Seiten, Tapered Fade oder ein Low Fade oder ein High Fade, dann mit dem Übergang zum Bart. Sie ist auch eine super Option und werdet ihr in diesem Jahr auch oft auf den Straßen sehen. Weiter geht's mit einer Frisur, die nie out of style geht, und zwar der Quiff. Hier als Messy Quiff mit Fade an den Seiten, heißt oben ein bisschen wuscheliger, einen schönen Fade an den Seiten rein. Und wenn du die Frisur bei einem Barber machen lässt, also der Barber wird die Frisur immer on point hinbekommen. Das ist so eine zeitlose Frisur, die jeder Barbier drauf hat. Den Messy Quiff kann man natürlich auch ohne Fade rocken. In diesem Beispiel jetzt hier finde ich auch richtig cool. David Beckham hat ihn damals lange und oft getragen in der H&M-Kampagne und grundsätzlich ist es einfach eine richtig coole Frisur, auch wenn man die Seiten jetzt nicht raspelkurz hat oder ein Fade drin hat, sieht diese Frisur einfach Bombe aus. Und wenn du keine Lust hast, den Quiff nach oben zu stylen, dann kannst du unter Umständen je nach Haarstruktur und je nach Haartyp auch die Haare einfach nach unten stylen. Das kann auch richtig, richtig stylo aussehen. Weiter geht's mit der längeren Variante vom Buzz Cut, und zwar dem Crew Cut. Beim Crew Cut ist es so, dass die Seiten immer noch super kurz sind und das Deckhaar ist gerade so lang, dass man dem Deckhaar so ein bisschen Textur mit einem leichten Styling-Produkt verleihen kann. Wenn du jetzt jemand bist, der es einfach und cool haben möchte, trotzdem seine Haare so ein bisschen stylen möchte und keine Lust hat, sich um die Pflege zu kümmern, dann ist der Crew Cut genau die richtige Frisur. Weiter geht's mit dem Bowl Cut. Ja Leute, der Name ist Programm. Die Haare werden wie eine Bowl geschnitten. Ich glaube, da muss man Typ für sein. Also da muss man schon Typ für sein und muss auch die passende Gesichtsform dafür haben. Aber wenn man der Typ dafür ist und diese Frisur tragen kann, dann sieht die wirklich richtig nice aus. Aber wie gesagt, da
muss man nicht nur ein Typ für sein, sondern man muss auch die passende Haarstruktur haben und natürlich auch die passende Gesichtsform. Das ist hier gerade besonders wichtig. Weiter geht's mit dem Messy Side Part, also der Seitenscheitel, einfach mit ein bisschen längerem Deckhaar, ein bisschen wuscheliger. Sieht cool aus, ob mit Bart, ob ohne Bart. Ist eine richtig coole Variante, gerade dann, wenn man das Ganze auch schön natürlich hält. Und ja, einfach eine coole Frisur, wenn man sagt, hey, nach der Corona-Pandemie will ich meine Haare kürzer und kürzer und kürzer schneiden. Eine richtig gute Option. Last but not least, Leute, kommen wir zur letzten Frisur und zwar dem Modern Mullet. Anders formuliert, der moderne Fokuhila. Ich habe das jetzt hier in Berlin schon super oft gesehen, dass viele Leute das tragen. Meine persönliche Meinung, ja, ich würde es niemals tragen. Ich finde es gar nicht cool, ich finde es gar nicht nice. Aber wenn du Bock hast, irgendeine Frisur zu tragen, weil sie gerade Trend ist oder weil einfach du gerade Lust drauf hast, ja, dann mach es einfach. Der Modern Mullet ist nicht meins, ja, ist aber auf jeden Fall eine Frisur, die gerade zumindest in Berlin oder in, sag ich mal, sehr hippen Cities der Welt getragen wird. Ich hoffe und glaube allerdings, dass der so schnell geht, wie er gekommen ist. Na, werden wir sehen. Leute, am Ende des Tages muss natürlich jeder selber entscheiden, was er für eine Frisur trägt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video so ein bisschen Inspiration bieten für eure Frisur im Jahr 2022. Egal, was ihr für eine Frisur rockt, Leute, rockt sie mit Selbstvertrauen. Und falls ihr noch auf der Suche seid nach passenden Haarpflege- oder Haarstyling-Produkten, schaut unten in die Infobox. Ich wünsche euch ein hammermäßig geiles Jahr 2022 mit einer megamäßigen Frise.